Herzlich willkommen bei Brandenbundorf. Heute lernen wir eine ganz besondere Form der Supernova kennen, also die thermonukleare Supernova. Als Supernova gibt es sozusagen zwei Arten. Einmal die Kernkollaps-Supernova, wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens sich befindet. Und einmal die thermonukleare Supernova, was sozusagen durch den Weißen Zwerg ausgelöst wird. Wir sehen ja hier den Vorgang. Wir sehen zuerst zwei ganz normale Hauptreihensterne. Der massenreichere bläht sich ja zuerst zu einem roten Riesen auf, da der massenreichere seinen Brennstoff viel schneller verbraucht wie der massenärmere. Da hat man schon mal einen roten Riesen. Man wirft einfach seine Hülle ab, wir haben da einen weißen Zwerg. Jetzt haben wir einen Stern und einen weißen Zwerg im System. Jetzt bläht sich der massenärmere Stern zu einem roten Riesen auf. Und der weiße Zwerg beginnt Materie vom roten Riesen zu akkretieren. Das heißt, da wird aufgrund der Gravitation des weißen Zwerges Materie aufgesaugt. Und irgendwann überschreitet der weiße Zwerg die kritische Masse von 1,4 Sonnenmassen und dies führt zu einer thermonuklearen Supernova. Also der weiße Zwerg explodiert richtig. Und das ist auch gefährlich, weil sobald eine thermonukleare Supernova in einer Ferne von weniger als 150 Lichtjahren stattfindet, könnte es gefährlich für das Leben auf der Erde werden, da eine thermonukleare Supernova sogar schlimmer ist, als eine Kernkollaps-Supernova von massereichen Sternen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir lernen im nächsten Video sogar ein paar Kandidaten für eine thermonukleare Supernova kennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.